Was es auch noch gibt in Fallout 2, ich glaube, ich sollte aufhören, so für Fallout 2 zu sprechen. Sonst habe ich für Fallout 2 nichts mehr. Ich lasse das jetzt mal bleiben. Ich kann ja dann in Fallout 2, das Spiel wird ja um einiges länger dauern wie Fallout 1. Ich schätze mal zweimal, dreimal so lang. Da kann ich ja dann rückblickend auf Fallout 1 erzählen, was vielleicht sinnvoller ist. So. So, den noch mitnehmen. Also irgendwo links oben in dieser Ecke muss auf jeden Fall dieser letzte Punkt sein. Dieser letzte Ort, den wir noch nicht entdeckt haben. Gut, und laden. Ich hoffe, dass es dann später nochmal irgendwo Munition gibt, weil das ist die seltenste Munition im Spiel, soweit ich das in Erinnerung habe. So, da. Ah ja, den kann ich mir später holen, das passt schon. Genau, das ist wie gesagt die seltenste Munition, die es im Spiel gibt und ich glaube mitunter auch die teuerste. Nein, ist es nicht die seltenste Munition. Die 9 mm Mauser von Gizmo ist eine einzigartige Waffe, die gibt es nur einmal im Spiel und es gibt, abgesehen von der Ladung, abgesehen von der Munition, die schon in der Waffe ist, gibt es nur noch diese 20 Kugeln, die dabei sind. Aber die Waffe ist auch nicht besonders gut. Aber das dürfte die seltenste Waffe im Spiel sein. Waffe gibt es nur einmal. Ich weiß nicht, ob man ein anderes Lasergewehr bei einem Smitty, also ein anderes Turboplasmagewehr bei Smitty auch noch upgraden kann. Das weiß ich nicht. Ob das jetzt im Einser schon ging, dass man da mehrere upgraden kann. Aber abgesehen davon, von den upgradeten Waffen sehe ich jetzt mal außen vor. So. So, da, da. Dann hätten wir das auch. Da hoch. Ja, wo ist denn das? Das hier oben ist ja riesig. Ich dachte, ich habe nur noch hier die kleine Ecke vor mir. Genau. Ansonsten ist, wie gesagt, Plasma die seltenste Munition und auch mit Abstand die teuerste Munition im Spiel. Und im Zweier ist das nicht anders. Da ist, also gut, im Zweier, da haben die Händler öfters, sage ich jetzt mal, neue Handelsware. Aber trotzdem, wenn man halt dieses Auto hat, dann läuft das halt immer mit diesem Plasma und das kann einem schon mal ausgehen. Und blöd, wenn man halt mit so einer Waffe kämpft, die Plasma braucht. Okay, jetzt haben wir bald alles erkundet. Dann kann ich endlich aufhören, sinnlosen Scheiß von mich hinzureden. Ach, übrigens, wer es wissen will, ein Kollege von mir und ich, wir haben schon mal eine kleine endzeitliche Serie, die aus 10 Teilen besteht. Ich war allerdings nicht bei allen 10 Teilen dabei, gedreht, die er hochgeladen hat. Okay. Du siehst einige merkwürdige Kreaturen vor dir. Du siehst. Er hat 94 und 94 Trefferpunkten. Was ist das? Was ist das für ein Viech? Oh mein Gott! Und es ist tot mit einem Schlag. Niedere Centaur wurde kritisch getroffen in den Augen. Und zwar an einer sehr wichtigen Stelle. Ja. Nein, nicht Ian! Leck mich doch am Arsch. Und Ian läuft weg. Ah, schön, wie die Todesanimation von den Viechern ist. Haben die was dabei? Nein. 1050 Erfahrungspunkte, das heißt, einer gibt 350, das ist schon viel. Wo war ich denn genau? Ich habe mal mit einem Kumpel zusammen einen auf Fallout, also auf das Szenario vom Fallout basierenden Film gedreht. Heißt, wenn ihr auf Google sucht, Ödland-Geschichten. Okay. Okay, es hat sich kurz aufgehangen. Nein, es geht.
Hier sehen wir eine Gruppe. Eine Patrouille von Mutanten zieht zusammen mit einigen merkwürdigen Kreaturen ganz dicht vorbei. Tja, da sind wir nun im Kampf mit Mutanten. Nummer 1 ist tot. Nummer 2 ist tot. Was sind das für Viecher, ey? Floater wurde für 34 Trefferpunkte getroffen und zu Boden. Ich habe mal das in Google irgendwo nachgelesen. Floater sind, glaube ich, Plattwürmer, die verstrahlt worden sind. Ich glaube, ich habe auch irgendwas über den FEV-Virus gelesen, dass der zuerst an Plattwürmern getestet worden ist. So. Das ist jetzt natürlich schon ein etwas strangerer Kampf. Ich muss mich darauf verlassen, dass meine Begleiter auch ein bisschen Schaden machen. Ja, brav. Brav. Oh Mann, die Viecher sind alle in voller 2 so viel stärker. Das ist ein Witz, was die hier können. Die können ja gar nichts. Sie haben keine Lebenspunkte. Die können einfach nichts. Oh, level up. So, hat der was dabei? Ja! Jawoll! Munition! Und der hatte sogar ein Funkgerät dabei. Mache ich jetzt Action Boy oder mache ich jetzt nicht Action Boy? Ich weiß es nicht. Ich speichere nochmal ab. Eigentlich hatte ich vor, nur Action Boy nur dann zu nehmen, wenn ich noch einen zweiten habe. Also genau, war ich stehen geblieben. Kumpel und ich haben auf jeden Fall ein, so, auch auf Ödland basierendes, kleine Serie zu drehen. Und die könnt ihr auf YouTube finden. Die könnt ihr auf YouTube finden, wenn ihr nach Ödland-Geschichten sucht. Vielleicht bin ich auch so nett, wenn ich mich dran erinnere. Oder vielleicht suche ich das schnell raus und verlinke euch die Parts, in der Beschreibung, wo ich mitgewirkt habe. Dann müsst ihr nicht selber suchen. Ah, da haben wir es gefunden. Das ist der letzte Punkt. Und das sind 100%ig Mutanten. Jo, das sind Mutanten. Und ich werde wieder den zuerst töten. Weil der mit der Lederrüstung höchstwahrscheinlich der ist, der okay. Der hat einen Flammenwerfer. Der hat einen Flammenwerfer. Und der hat auch einen Flammenwerfer. Wow, scheiße, was mache ich jetzt? Also sie kommen näher ran. Also ich geh mal davon aus, dass sie einen Flammenwerfer haben. Ian! Ian, du musst ihn angreifen. Ah, er hat Dogmit nicht getroffen. Flammenwerfer, 20 Punkte. Du bist kraftlos. Leckt mich am Arsch. Die haben jetzt 3 Flammenwerfer gehabt. Okay. Drei Flammenwerfer. Und ich schau mal, was der andere noch hatte. Der dürfte noch irgendwie so ein Lasergewehr gehabt haben. Wahnsinn. Hier geht's richtig ab. Wie viele Erfahrungspunkte hat das jetzt eigentlich gebracht? 1500, das ist doch mal annehmbar. Wow, eine Minigun. Okay, gut, dass ich den zuerst getötet habe. Ich glaube, es ist immer sinnvoll, wenn man zuerst die mit der Lederweste tötet. So. Also ich denke mal, umso näher man auch an diesen Punkt rankommt, desto stärker sind die. Du siehst, du kommst an einen Knochen von einem lang verstorbenen Reisenden vorbei. Okay. Das ist aber nichts, was ich jetzt brauche, aber okay, der hat nichts dabei. Ich schätze mal, dass hier mehrere Mutanten ihr Unwesen treiben. Vielleicht ist es sogar so gescriptet, dass Mutanten man weniger die Chance hat, auszuwählen, also weniger die Chance hat, dass der Naturbursche
dass der Naturbursche wirkt, weil Mutanten eben so mächtige Viecher sind und die sehen dich und die wollen dich angreifen und die sind sowieso so aggressiv. Was sind das? Das sind Ratten. Boah, die Ratten könnt ihr selber töten. Töte sie. Super, Ian, du bist mein Held. Wow, Taichu, du bist auch mein Held. Danke, Katja, wenigstens auf dich ist Verlass. Boah, was ist das für eine beschissene Gruppe. Zwei schießen erstmal auf mich. Bevor eine billige Ratte, die 25 Erfahrungspunkte gibt, erschossen wird. Ach, Monsterratten. Ich bin schon wieder zu weit weg von der Mutantenbasis. Ian wurde aus Versehen getroffen. Dankeschön. Nimm dies, Schurke. Und decken wir die letzten zwei auf. Da-da-da. Karte zu 100% erkundet. Nein, verdammt. Sonst Arsch lecken. Und wenn man aus dem Kampf rausgeht, kann man gleich wieder A drücken und schon ist man wieder im Kampf drin. So hat der Gegner nicht die Möglichkeit, in den Kampf reinzugehen. So, jetzt schaue ich mal noch, ob ich hier mal noch einer Mutantengruppe begegne. Da, sieht gut aus. Speichern wir gleich mal ab. So, den wieder zuerst. Ah, okay, er lebt noch. Das ist blöd. Okay, der hat schon mal keinen Flammenwerfer. Autsch. Jawohl. Das war ein Fehler von dir. Autsch. Lass ihn in Ruhe. So. Au, what the fuck? 19 mit der Faust. Der hat mir 19 Schadenspunkte mit der Faust ange... Was geht? Dogmit bringt den Supermutanten um, das ist so geil. So, jeder kriegt einen Schuss ab. Und den Rest machen bitte meine Begleiter. Einer ist tot, zwei sind tot. Komm schon, Ian. Oh, du bist eine Pfeife. Und ich bin auch eine Pfeife. ...2100 Erfahrungspunkte. Gibt's hier noch irgendwo was, was ich looten kann, was ich jetzt nicht so getroffen habe? Den da oben auf jeden Fall noch. Jo, der hat wieder Munition für mich dabei. Dankeschön. Und das hier. Ich habe keine Ahnung, warum er Energiezellen dabei hat, obwohl er ein Lasergewehr dabei hat. Ich meine, die helfen ihm da nicht wirklich was. So, und jetzt werde ich speichern. Denn ich werde mich jetzt auf den letzten Punkt begeben. Ich reise nur, bis es Mittag ist. Und jetzt werde ich erstmal speichern. Und einen kleinen Cut machen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Mutantenbasis. Oh, bis dann. Ciao, ciao.